Hallo Freunde, und es geht weiter mit dem Let's Play zu Sleeping Dogs. Und jetzt machen wir hier mal eine Triaden-Quest. Das wird auch mal wieder Zeit. Das ist schon ein bisschen länger her. Die letzte Quest, das war das mit der Hochzeit. Das ist, glaube ich, schon 5-6 Folgen her gewesen. Deswegen fahren wir jetzt mal zu den Triaden und machen da mal wieder ein kleines bisschen mit. Unser Auto hier, womit wir in der letzten Folge ein kleines Rennen gefahren haben, das ist auch schon so gut wie zerstört, das wird nicht mehr lange halten. So. So, wir wursteln uns hier mal ein bisschen durch mit Höchstgeschwindigkeit. Das passt doch alles. Und da sind wir schon. So, nochmal eine ganze Reihe Ampeln mitnehmen. Und wir sind bei Mr. Chu. Mrs. Chu. I was just stopping by to see if there was anything you needed. I know it's no consolation. But I got a look at one of the gunmen from the wedding. Now I will find him, and I'll make him tell me who's responsible. Also, ich glaube, mit der Alten würde ich keine Kirschen essen. Die macht einen ganz schön gemeinen Eindruck. Aber gut, sie hat gerade ihre Tochter verloren. So, dann rufen wir mal Ricky an, um Johnnys Nummer zu bekommen. Ricky, it's Way. Shit, Way. How you holding up? I got a lot of loose ends to clean up. I need an outsider for a couple things. You got Johnny Ratface's number? Johnny Ratface? Man, stay away from that lunatic. Ratface? Den möchte ich ja mal sehen. You know what I mean? Yeah, I know all about him. He's my man. I guess you know what you're doing. So, also, Johnny Redface. Und wir wissen ja mittlerweile, wie man orten kann. Oh Mann. Und das wollen wir doch gleich mal machen. Oh Gott, unser Auto hier. Oder nehmen wir uns lieber ein neues Moped? Ich glaube, wir nehmen uns hier mal das Moped. Das ist jetzt zwar nicht das schnellste, aber so schlimm sieht das nicht aus. So. Entschuldigung. Und dann fahren wir mal zum Zielpunkt. So, noch 150 Meter. Und da wären wir. Oh, und jetzt wieder so ein Scheiß hier. Das lief ja letzte Folge hey, schon blöd. Also, das ist nicht gut. Hier ist es gut. Works with a lot of movie stars, know what I mean? So I got a problem. He said you could help me. I'm busy. Wait, please. Look, I trade diamonds down in Central. My partner took off with all our stock. So, und da haben wir ihn. Und dann machen wir den Arsch fertig. Ich meine, das ist ja überhaupt nicht gut, was der gemacht hat. Wir waren hier den ganzen Tag mit der Ollen unterwegs, haben Blumen gekauft und dies und das, und dann wird die erschossen. Da hätten wir uns die Arbeit auch sparen können. Unerhört hier. So, wo will das blöde Navi lang? Ist ja schlimmer als ein TomTom. So. Hoppla. Hoppla. Und das will ich mal sehen, wie man mit dem Motorrad eine Straßenlaterne umfährt. So, und wir sind angekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Are you insane? Think of all the money we'll make.
This is our future, you and me. Fuck you, asshole. I'm not taking off my clothes for you or anyone else. So, ich glaube, wir müssen dem jetzt eins auf die Fresse hauen. Beziehungsweise erst einmal finden. Come on, ladies. Move it along. Move, bitch. What do you think this is? Stupid fucking horse. Hey, Julia. Ah, Julia. Tja, kommt mal her, Leute. Dann kommt mal her hier. Zack. So, hier liegt was. Das können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Autsch. Zack, zack, zack. Und der kriegt auch noch was auf die Fresse. Komm, zack. So ein Stück Metall, das bewirkt schon wahre Wunder. So, und was haben die Arschlöcher hier gemacht? Und einen guten Flug. Also, die Ladies hier... sind scheinbar ein bisschen bedrückt. So, ihr könnt abhauen. Entschuldigung, Entschuldigung. So, dann gucken wir mal hier rein. Hier haben wir noch einen Gesundheitsschrein. 6 von 15 in North Point. So. So Leute, dann kommt mal her hier. Vier, ja, vier ist in Ordnung. Schade, dass da nicht noch ein paar mehr sind. Junge, vergiss es, mit dem Messer wirst du hier mich nicht schlagen. So, apropos Messer. Hallo Jungs, wie sieht's aus? Gut, die hätten wir auch. Und wir sind schon komplett durchgenässt hier bei dem Scheißwetter. Also, eine Knarre ist hier auch nicht so schlecht. Verdammt. So, wo ist der Sack? Na komm. Sag mal, was soll denn der Blödsinn? So, nehmen wir mal hier die Knarre auf, die andere, die größere. Und dann schauen wir mal. Also, wieder einer weniger. Alter Falter, hier ist ganz schön was los. Müssen wir uns irgendwie einen nach dem anderen schnappen. So, der andere Typ darf hier gerne wieder hochkommen. Zack. Und hier vorne haben wir noch einen. Na komm. Jawohl. Ach komm. Der hat einen, scheinbar einen ziemlich harten Schädel. Und komm, nochmal hier. Jetzt aber. Und der hier wieder. Kopfschuss, das sollte gereicht haben. Verdammt, jetzt haut er ab. Protect me! This guy's a psycho!
Aufpassen jetzt. Da oben auf dem Dach ist noch einer. Lässt sich gar nicht so einfach sehen, ne? So, und wir haben leider nicht mehr wirklich viel Schuss. Also wir müssen zusehen, dass wir hier nochmal was einsammeln. So, das ist doch schon mal besser. Und dann müssen wir mal gucken, was hier noch so los ist. So, und hier direkt hinterm Auto. Zack, der hat gesessen. So, wo ist der Penner? Da haut er ab. Aber mit dem Moped geht's hinterher. Ach, verdammter Mist hier. Also mit links zielen. Ach du Schande, das kann ja was werden. Ach, das hatten wir ja sogar schon mal gemacht. Gut, dass die Zeit auch ein bisschen angehalten wird. Na komm. Ach du Schande, wie viele denn noch? Ich hoffe, wir haben genug Schuss. Aber wir sind, glaube ich, ganz gut ausgestattet. So, Alter, der Vordermann fliegt auch ordentlich durch die Gegend. Und jetzt dürfen wir aufs Dach springen, klasse. Und zack, da wären wir. Hallo Kumpel. Und jetzt geht's zu Mrs. Chu's Restaurant. Die Dame, die haben wir ja eben kennengelernt. So, warte mal. Wie machen wir das am besten? Fuck you, I'm not gonna tell you nothing! You don't have to. Someone else will ask the questions. Well, fuck him too! So, also hier müssen wir abfahren. Und dann machen wir uns auf den Weg zu Mrs. Chu und die wird, denke ich mal, ihr kleines Hackebeil dann sprechen lassen. Das wäre zumindest das, was der Typ verdient hat. Verdammt. Und tut mir leid, das wollte ich nicht. Ups. Das war mal eine Telefonzelle. Okay, wir wollen nicht zu langsam fahren. Das fehlt jetzt noch, wenn der 100 Meter vom Ziel ausspringt. So, da wären wir. Und jetzt bin ich mal gespannt. Meet Mrs. Chu, Winston's mother. Und da ist auch das Beil. I don't know what this guy told you. 话俾我听, Winston 死个人你就喺嗰度. Fuck! 但你话俾我听边个叫你做啊? I don't know what you're talking about, you crazy old bitch. Please. 喂，你而家应该走。 Wait, wait! Don't leave me here! She's fucking crazy! Okay, okay! Yum, jetzt gibt's Ragu! Just please, don't! Ach du Schande, die Alte kennt ja gar nichts.
Und nicht gereicht bis Stufe 5. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ja, wunderbar. Hat ja super geklappt hier. Ich mache hier jetzt aber erstmal wieder eine kurze Pause und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid bei Sleeping Dogs. Bis dann. Hallo Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Natürlich dürft ihr meine Videos auch positiv bewerten und auf Facebook, auf Twitter oder auf Google Plus teilen. Wenn ihr mich zu euren Favoriten hinzufügt oder mir einen Kommentar hinterlasst, dann wäre ich sehr dankbar. Ich versuche die Kommentare auch alle zu beantworten. Natürlich findet ihr mich auch auf Facebook oder auch auf Twitter. Hier könnt ihr mich auch erreichen. Für zukünftige Termine von Let's Plays geht ihr auf meinen Kanal und dort habt ihr rechts eine Liste mit allen kommenden Let's Plays und Terminen. Wenn euch das Spiel so gut gefallen hat, dass ihr es kaufen wollt, dann guckt in die Beschreibung, denn hier findet ihr für alle möglichen Plattformen Links, die euch direkt zum Kaufen führen. Viel Spaß!